Dann machen wir weiter mit unserer Transformation. Jetzt können wir uns diese zamoranische Diebesrüstung herstellen. Hi. Hi. So, wir brauchen dafür... Achso, das ist die epische. Die epische Variante können wir uns leider noch nicht leisten. Da müssen wir erst nochmal... Da müssen wir wieder hier das alchemistische Zeugs sammeln. Das ist das Problem. So, leichte Helmpolsterung. Da. Danke. Ach, die habe ich noch nicht gelernt wahrscheinlich, oder? Die haben wir noch, haben wir wahrscheinlich noch nicht gelernt. Na doch, eigentlich müssten wir die haben. Leichte Helmpolsterung, da ist sie ja. Aber warum kann ich die nicht suchen? Ich habe unsere Base mal zugemacht. Sehr schön. Ich bin trotzdem gerade durch ein Tor gelaufen. Und? Ich dachte, du hättest zugemacht. Ja, ich habe das eine Ziegeltor, das noch fehlte, ach so, eingesetzt. Ah. Hast du sehr gut gemacht. Ja. So, leichte Helmpolsterung. Oder bin ich jetzt wieder? Jetzt bin ich, glaube ich, wieder... Nee, jetzt bin ich schon bei der normalen, ne? Ja, das ist die normale. Ich muss ja erst auch mal gucken, ob mir diese Spielweise überhaupt liegt, ne? Das ist ja... Das müssen wir ja erst mal testen. Ob ich damit überhaupt so gut zurechtkomme und so. So. Für das Höschen brauchen wir noch was. Brust. Da, leichtes Gamaschenfutter. Das heißt, wir sind jetzt mit leichter Rüstung dann unterwegs. Es wird lustig. Wir dürfen uns nicht treffen lassen. Ah, das passiert nicht. Weil professionell und so, ne? So. Diebesgamaschen noch. Wir haben ein Level 3 Jog-Altar. Sehr cool. Und ich habe gleich die Diebestransformation vollzogen. Cool. So. Diebestransformation in 3, 2, 1. 1. Eins. Oh ja. Oh ja, ich sehe cool aus. Geil. Wow. Ich glaube, die Eisscherben droppen besser als früher. Mhm, glaube ich auch, ja. Hi Tatze, grüß dich. Oh, ich sehe gut aus. Haut mir auch gut die Beweglichkeit hoch, das Ding, ne? Das jetzt noch in episch, dann bin ich ganz glücklich. Aber bis dahin müssen wir uns leider noch mit der Popelrüstung begnügen. Aber das macht nichts. Sie sieht gut aus, das ist wichtig. Da geht's nur um den Style, ne? Da geht's rein um den Style jetzt. Das ist alles eine Style-Entscheidung. Jetzt stürzt der Server ab und alles muss neu gemacht werden. Yay, Server Wipe. So, dann schauen wir uns mal unseren schönen Jockel-Altar an. Ach, wunderbar. Sieht gut aus, hast du toll gemacht. Na. Das Feuer lodert. So einen lustigen roten Beam im Himmel. Ja. Roter Beam. Nö. Okay, wir können, also wenn es nach mir geht, können wir jetzt los. Ich bin jetzt ein zamoranischer Dieb. Alles klar. Ich möchte noch die Eisscherben oben in Auftrag geben. Alles klar. Damit wir da die Manifestation hinkriegen. Okay. Guck mal. Buh. Oh. Schön. Da. Ich sehe gut aus. Ja. Du siehst auch ohne diese Rüstung gut aus. Du alte Schleimerin.
Quatsch, ich doch nicht. So, das Seth-Grab wird auch aufgewertet auf die nächste Stufe. Hurra! Hui! Ja, das ist cool, dieses... Hä? Jetzt kann ich nicht mehr so geil ausweichen. Warum eigentlich? Vorher konnte ich noch diesen geilen Rückwärtssalto machen. Oder dieses Rückwärtsrad. Aber egal. Ich sehe trotzdem gut aus. Ah, oh, toll. Da grinst er über beide Backen. Na klar. Können wir jetzt los? Das macht doch mal langsam, meine Güte. Ja, ich... Ich hab dir jetzt gerade einen Auftrag gegeben. Es dauert halt eine Weile, bis der Aufzug oben ist. Ach so. Auf dem Turm. Fährst noch nach oben? Ja, jetzt fahre ich wieder runter. Und jetzt würde ich gerne mein Inventar noch lernen. Ach so. Und jetzt habe ich mich wegen dir verletzt. Das hast du dir verdient. Kannst mich mal. Ich fahre auch mal nach oben. Will ich mir anschauen? Das ist auf der Blocktaste. Ach so. Ah, deswegen. Hier müssen wir auch noch irgendwas reinbauen später. Ach, Aussicht. Hier wird Eis hergestellt. Wunderbar. Ah, die sind echt geil. Ich finde, diese Rüstung ist echt geil. Diese Diebesrüstung, ne? Die ist schon cool. Ich mag die. Die ist einfach, aber schön. Und dazu haben wir ja dann noch den Bogen. Wir haben zwar keine Präzision geskillt, aber es ist ja... egal. Nee, Bogenschießen bringt ja im Moment eh noch nicht viel. So, wir werden jetzt dann demnächst aufbrechen und zwar hierhin. Hierhin. Da wollen wir hin. Glaube ich. Ich glaube, dass wir hierhin wollen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht wollen wir auch hierhin. Irgendwo hier, auf jeden Fall. In den Süden. Finde epische Rüstung wird nur im PvP was oder gegen Bosse. Ja eben, wir wollen ja auch Bosse legen können. Aber ansonsten, aktuell ist nur Style. Gut, dann wollen wir mal los, ne? Ich bin vor dem Handwerksgebäude. Vor dem Handwerksgebäude? Ja. Alles klar. Wo genau gehen wir jetzt hin? In den Süden. In den Süden, okay. Wir gehen in den tiefen Süden. Das ist jetzt aber jetzt nicht vor dem Handwerksgebäude. Das war fast vor dem Handwerksgebäude. Ja, fast. Und deswegen bist du Bud Spencer in unserem... in unserer Combo. Mhm. Genau deswegen. Mhm. Weißt du, Terence Hill würde das niemals sagen. Mhm. Er hat einfach nur mit seinem Ableben bestellt gesagt. Bei mir hat er ein bisschen mehr geröchelt, aber... Also. Oh, guck mal. Ein Ex-Legendary. Ich lass dich hier einfach killen, okay? Ja, ja. Ein Ex-Legendary, Taman. Der spawnt ja auch immer, glaube ich. Sonst würde es wahrscheinlich nicht Tamans Koje heißen. Wahrscheinlich. Ich nehme mal hier für unsere liebe Mitra ein bisschen was mit. Oh, das ist echt lustig mit den Dolchen. Oh, mit den Dolchen ist... Mit den Dolchen wird das echt schwer, die... die Truhen zu zerstören. Aber ich glaube, wir müssen es eh nicht mehr machen. Ich glaube, wir können das lassen mit den Truhen. I can't believe it! Tja. Oh, herrlich. Herrlich. Gut, dann wollen wir mal weiter, oder? Und weiter. Genau wie das Lied, ab in den Süden der Sonne hinterher, genau.
Ich weiß jetzt nicht, ob wir richtig laufen, aber... Wir werden es merken. Na, guck mal, ein Aussichtspunkt. So, entdecken wir wenigstens mal ein paar Orte. Ja. Irgendwie wirst du immer automatisch anvisiert von den Leuten. Ja, deshalb habe ich auch das Schild von uns. Ja. Es fällt beständig auf. Du bist beliebt. Die haben mich alle zum Fressen gern. Ja, so ist das. So, was ist das denn für eine schöne Notiz? Ah, so. Papyrusrollen, super. Geil. Weg damit. Mit dem Mitra-Kreuz erschlagen. Das muss ein bitterer Tod sein. Oh ja. Guck mal, der kullert doch. Ne, bei mir leider nicht mehr. Bei mir schon. Ach. Ach, Menno. Also kann jetzt sein, dass wir direkt mit dem Kopf voran gegen die Fluchmauer laufen, ne? Nur zur Warnung. Wenn er wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Genau, Merod. Dann müssen wir halt darauf achten, was genau vor uns liegt. Genau. Das müssen wir wohl. Das hier ist eine schöne kleine Insel. Auf einer dieser Inseln ist auch irgendwo ein Weltenboss. So einer wie bei den beim Schwertkreis. Ja. Hier sind auf jeden Fall Lurchis. Können wir immer ein bisschen brauchen, Reptilienhaut und so. Machen wir hier mal. Ach, du hast schon komplett auf Sternmetall geupgradet. Ja, nee, das Abholzmesser, haben wir geschenkt bekommen. Von der Tatze. Aber wir sind gleichzeitig hingefallen, du mies. Tja. Das waren zwei. Ja. Immer wieder schön. Ach, die droppen nur Wildfleisch, okay. Ich möchte nochmal schauen, ob die noch was anderes droppen können. Aber mal mit verschiedensten Dingen bearbeiten, ne? Wildfleisch. Wundsekret können die droppen. Mhm. Die droppen Wundsekret. Cool. Ich habe eine sehr gute Taktik. Ich laufe einfach ein Stück hinter dir und wenn du stirbst einfach, dann weiß ich, dass ich nicht weitergehen sollte. Das ist aber schon ganz schön mies von dir, weißt du? So Bud, bin ich. Bud Spencer, das ist ganz schön mies von dir. Du kennst mich. Oh, das ist lustig. Na, da vorne geht die Fluchmauer lang. Du hast hier einen Bauwerk? Da siehst du die auf den Felsen. Mhm. Aber da ist erst noch ein lustiges Gebilde. Wo bist du hin? Geradeaus gelaufen einfach. Ach, da bist du. Du standest genau hinter dem einen Baum. Tja. Der da es ist der eine Baum. Ein Baum, sie zu knechten. Alles gut. Sie alle zu finden. Ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Erste. Pff. Oh, guck mal, das sind diese Dämonentierchen aus dem Trailer. Stimmt. Aua. Ich bräuchte da mal einen fähigen Tank, bitte. Ja, der hat das Dings nicht auf dem auf dem Slot. Chesmi, du bist ein mieser Tank. Jetzt mach doch mal langsam. Einen habe ich hier, okay? Du bist der schlechteste Bud Spencer, den ich jemals gesehen habe.
Du schläfst heute Nacht auf dem Boden. Bitch, please. Eieieiei. Ich gebe mal Fersengeld. Der tut mir ein bisschen arg weh, der Kollege. Und ich ziehe mir mal das Amboss. Könntest du mir da mit dem einen hier mal helfen? Ich komme gleich wieder, ich muss mir nur kurz das Ambrosia reinziehen. Ja, du weißt doch, Terence Hill hält sich immer erstmal zurück. Ja, ja. So, jetzt bin ich ganz bei dir. Ey, die sind echt böse, ne? Das sind ganz schöne Biester. Und dann droppen die auch nur die droppen auch Dämonenblut, wie schön. Cool, auf zum nächsten. Ja. Vorsichtig. Ja, ich rege noch ein bisschen und dann lässt du mich vorgehen. Ja. Ich bin für den Schaden zuständig. Das ist echt mies. Der Schwanzschlag ist mies. Teleportiert er sich einfach? Ich glaube, es hackt. Magic. Daneben. Aua. Da hat er sich teleportiert, das Schwein. Sehr schön. Der hat sich echt fies von A nach B teleportiert, ja. Meine Güte. Oh, der droppt auch Clown und Schwefel. Cool. Beim nächsten Mal häute ich die. Wenn wir nochmal einen zu Gesicht bekommen. Da hinten ist noch einer, der interessiert uns aber nicht. Aber der interessiert uns. Könnte natürlich auch außen vorbeilaufen, na, das wäre ja langweilig. Ja, natürlich. So, ich lasse erstmal ein bisschen vorlaufen, ne? Ich weiß nicht, die macht das schon. Die bekommt das schon hin. Da hinten an der Treppe ist dann noch einer. Sehr gut. Metzeln ist super. Das hat sehr gut geklappt. Ja, der ist schön down gegangen. Also droppen tun die nichts Besonderes. Oh, da sind noch das zwei. Noch eine. Sind insgesamt noch drei. Insgesamt drei. Super. Warte mal. Achso, das hast du schon gezogen. Ich hätte ihn sonst nämlich mit dem Bogen jetzt gepult. Kannst du dann bei einem eben nächsten machen. Gut weh. Sehr gut. Ich muss kurz regen. Ja, ich auch. Okay.
Jetzt chillt auch eine Tafel im Sand. Hier. Die werden wir uns doch mal zu Gemüte führen. This temple serves as the home of the Scourge Stone, bonded one. Here you will spend your days in service to the divine element and the one who protects it. Hey, Xerlik. It is a great honor to you and to all your kind that we allow such access to our most holy sites. Be thankful, slave, for the alternative is a screaming death on a bloody altar. Bist du auch sehr dankbar? Total. Die gewähren uns Zutritt, indem sie uns vor diese Dämonenviecher stellen, ne? Das ist doch nett von denen. Ja. Oh ja, man pullt automatisch beide. Oh, die kommen beide. Das wird ein spannender Kampf. Ich zieh den einen mal so ein bisschen weg. Mach das. Ey, der portet sich halt echt herum hier, das Drecksvieh. Oh. Oh, aua. Einer ist down. Meiner fast. Did it! Woohoo! Nice! So muss das, Leute, so muss das! Tja, Merold. Sind sie zu stark, seid ihr zu schwach, das ist wahr. Aber mein Ambrosia geht jetzt aus, also jetzt ist Ende Gelände erstmal. Ich hab noch 8. Ich hab noch 1. Hm. Die sandgepeitschten Ruinen, ist das nicht schön hier? Sand gepeitscht vor allem. Oh. Und meine Dolche gehen schon wieder kaputt. Wir sind Sandanimationen. Yeah. Oh, wow. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Cool, cool. Hm. Mal eben was. Ich muss mal kurz was trinken. Okay. Wo ist er denn, der Lederschlauch? Von Günther Jauch. Da ist er. Ach, erstmal ein Schlückchen trinken, ne? Was wollen wir trinken können? 7 Tage lang. Guck mal, Petruso, der Sandsturmverrückte. A mad fool went wandering in a sandstorm. Eventually a man happened along and said, "You mad fool, what are you doing in this sandstorm?" The mad fool replied, "Your turn to talk, fool." Singing sands, stinging sands. Singing, stinging, ringing sands. Fighting sands. Biting sands. Fighting, biting, smiting sands. Exiled lands. Reptile lands. Exiled reptile. Defiled lands. Ich glaube, das ist der verrückte Hutmacher von Conan Exiles. Yep. So. Hier kann man Zeug kaufen, theoretisch. Ja. Gibt's hier irgendwo ein Rezept oder so? Ich weiß nicht. Für diese Geiselsteine? Falls nicht, haben wir immerhin wieder mal was gesehen hier. Ja, ich höre mir gerade was über 7 Propheten an. Ah, 7 Propheten? Hm. Will ich auch hören. Look out! It's that. 7 prophets went to walking. Ach, die findet man. Okay. One was caught by Hanuman, and soon, for zone 6,
Six prophets went a climbing to get above the hive. One was stung by locust's wings, and then it were only five. Five prophets went a crawling. Fünf kleine Jägermeister, la 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 la. Mad with power, and soon there were just four. Four prophets went a dancing beneath the corpse. Tra la 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 la. Stayed there, leaving just the three. Three prophets went a fighting through the pirate's crew. One became and soon there were just two. Two prophets went to wandering beneath the burning sun. One got lost in a sandstorm and left the other. One prophet went to gathering the artifacts of yore. He put them all together. Ein kleiner Jägermeister war nicht gern allein. Walking around the desert, listening to the sand whisper, just isn't good enough. Strains the ears, not to mention the mind. Perhaps that's why so many of you are mad fools. Not right in the head for trying to listen to the silent sands. Here, here you can hear the sand shouting at you. When I stumbled into it the first time, all unaware, it simply whispered, "Welcome home." Das ist eine Anspielung, wo die Fragmente sind, okay? Es kann sein. Dann müssen wir zu Hanumans Altar vielleicht gehen. Oder zu Hanumans Höhle, besser gesagt. Wäre mal interessant zu wissen, ne? Was? Mich mag er nicht. Wie schade. I tire of conversing through this madman exile. Oh, jetzt hat er auf einmal eine andere. Jetzt hat er auf einmal eine andere Stimme. Such is not within your power to grant without the Scourge Stone. The Scourge Stone was shattered when I was unleashed upon the world. Auf einmal hat er eine andere Stimme. Was lost to time. As I sweep across the exiled lands, I see. Pieces that would provide my liberation. Liberation. Though I touch all, I do not find what I seek. They are locked away in caves where the howling sands cannot reach. Search the passage used by the Lemurians to wage war upon the one who unleashed me. Ich glaube, er ist besessen. Search the tomb of Galamon. Das Grab von Galamon, das kenne ich. To his friends as they quivered. Ach so, das ist der Sandsturm. Schreibe ich mir mal auf, Grab von Galamon. Only then can I return whence. Hast du noch was zu sagen? Singing Sands. Okay. This is the best. Oh, hoppla. Ups. Wann versehen? Die Beine stehen noch. Wie eine Eins. Die Beine stehen wie eine Eins, ja. Hoppla, da hab ich ihn einfach glatt mal umgebracht. Das tut mir jetzt sehr leid. Ja, tut dem. Aber der gute Mann schickt uns zum Grab von Galamon. Und zu irgendwelchen Piraten. Ja. Na dann. Na dann, würde ich sagen, oder? Ja. Besuchen wir halt mal Galamons Grab. Gute alte Zeiten nochmal nacherleben.